Willkommen zu Let's Play Heavy Rain. Ja, in der letzten Folge haben wir den Vater kennengelernt, Ethan, und jetzt lernen wir einen neuen Charakter kennen. Mal schauen, wer sich dahinter verbirgt. Jetzt erstmal aber aus dem Auto aussteigen. Ich probiere hier übrigens gerade was Neues aus, und zwar hier so ein bisschen mit einer Face-Kamera, damit ihr auch immer seht, wenn ich was schüttel oder drücke oder mich verkrampfe. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das so richtig funktioniert. Ah, ein bisschen unkoordiniert. So, jetzt erstmal wieder hier rein. Wenn ich euch nicht direkt in die Kamera gucke, nicht wundern, ich gucke auf den Fernseher und die Kamera ist da unten so auf dem Laptop. So. Im Prinzip ist das eigentlich eine Vorbereitung in dem Video. Klingelst da? Nein, eher nicht. Für die späteren Wii U's Folgen, die dann irgendwann kommen werden. Aber da sollten wir ja auch das Pad sehen können. Die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Ja, Abe Lincoln hilft doch bei jeder Information weiter. Ladebildschirm. Ah. So, wir sind da. Dann öffne, klopfen wir mal. Lauren Winter. Tut mir leid, Kundennummer, Termin. Halt. $50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Ach, schade. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Okay, schaut auf die Uhr. 10 Minuten. Ab jetzt nehme ich voll auskosten, die 10 Minuten. So, dann komm mal her. Ich habe jetzt 10 Minuten. Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Ach, schade. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Deshalb lege ich die $50 auf den Tisch. Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Johnny be good. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Ja, aber wir sind ganz verständnisvoll heute. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ja, ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Überzeugen wir mal. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Genau. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Aber es gibt doch andere Kinder da draußen. Aber dafür sprechen wir mal die Geschichte. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Ganz viele Mütter. Und aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Der böse Onkel hat mir die Meinung gesagt. Was wollen Sie wissen? Alles. Aber erstmal wollen wir was über Johnnys Zuhause wissen. Wie ist der Sohn verschwunden? Verdammt, falscher Knopf. Er spielt immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Es regnet immer wahnsinnig in dem Spiel. Das vergesse ich nie. Außer ganz am Anfang. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Jetzt wollen wir... Das sieht man so schlecht durch das Wabern. Das war's? War das alles? Nein, das war nicht alles. Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Genau, ich habe ihm die Augen ausgestochen. Ich wollte aufhören. In diesem Einzimmer-Apartment. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Pretty Woman kenne ich. Wollen Sie?
Habe aufgehört. Tapfer. Poliz. Bis wann haben Sie gewartet? So bis um 8. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin zu den Nachbarn. Ich war dort, wo sie gerne gespielt haben. Bin zu seinen Freunden. Um 10 bin ich zur Polizei. 5 Stunden später. Verdacht ist... Wissen Sie, ob etwas gefunden wurde? Hinweise, Zeugen? Nein. Sie sagten, er sei weggelaufen und würde bestimmt bald wiederkommen. Das war vor 10 Jahren. Und fand die Leiche nach 5 Tagen. Eine Origami-Figur in seiner Hand und eine Orchidee auf der Brust. So, Zeit um. Das waren schwer verdiente $50. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Ja. Ich habe noch irgendwas in der Tasche. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Wir könnten aber den Dollarschein da wieder mitnehmen. Kann ich den mitnehmen? Ich bin geizig. Nee, schade. Das waren schwer verdiente $50. Ja, okay. Mit Asthma ist nicht zu spaßen. Da ist nichts. Ist da was? Lauren! Lauren, mach auf, Baby! Ich bin's! Was machst du hier? Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Ich hoffe, der zahlt auch $50. Oh, oh, da geht... Komm, renn, renn, du... Hm. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Nein. Ist prima, klar? Verpiss dich, Penner! Und runter! Ja, dreh die Tür ein! Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf. Nein! Ja, voll in die Kanne. Ja, gib's ihm. Autsch. Eins. Ja. Und drücke. Oh, das war zu wenig. Oh, der Kühlschrank. Nein, das war auch der falsche Knopf. Verdammt, jetzt aber. Und drücke. Ja. Wieder Hulk Hogan eins. Oh. Nein. Oh. Und so. Ja, nochmal gegen die Glasscheibe. Und. Nein. Und. Und. Oh, oh, oh. Nein. Deckung. Ja, voll auf die Olme. Und jetzt nochmal mit wieder Undertaker drauf. Arschloch. Geht's Ihnen gut? Könnte ich meine $50 wieder haben? Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Das alles innerhalb von 2 Sekunden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke.
Kein Problem. Das ist mein Job. Aber jetzt habe ich Kopfschmerzen. Was für ein Kampf. Drücken und halten Sie die angezeigten Tasten gleichzeitig, bis die Symbole verschwinden. Oder bis der Ladebildschirm weg ist. Wir haben dafür eine kleine Narbe. Hier. Da. Oh, strahlender Ritter. Ich habe eine Trophäe erhalten. Ich weiß noch nicht genau, was ich diesmal anders gemacht habe als in den letzten paar Malen. Aber immerhin, dafür hat sich das neue Let's Play schon mal gelohnt. Dienstag. 8.05 Uhr. 17,27 Millimeter? Ich glaube, das sind Meilen, aber... Ja. Now we have Private Jackson. Wir haben einen Junkie. Das Pet vibriert da. Jetzt steigen wir jetzt mal aus. Drogen können wir immer nachmachen. Und große Überraschung, es regnet. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Yeah. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Nein. Ja. Ja, natürlich. Aber ganz langsam. Okay. Sie können durch. Aber nur... ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Toll. Tolle Aussage. Blake! Oh. Yeah, I'm cool, man. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Und es ist über ein Jahr her. Cool. Ah, da ist eine Spur. Ich will auch so eine Brille. Was steht denn? Banker, Bankmanager. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Jetzt brauchen wir erstmal Blake. Weißt du, wo Blake ist? Ich suche Lieutenant Carter Blake. Ah, da drüben. Danke. Du bist Blake. Lieutenant Blake. Und das ist eine Pfütze. Jetzt bin ich durch die Pfütze gelaufen. Blake? Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Uhrzeit? Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen.
Was sagt die Pathologie? Er ist tot, Chef. Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Aber wir wissen zumindest mal, er ist tot. Hören Sie, ich will nicht stören. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Ja, ja, wir klar. Wir sind doch jetzt ein Team. Ja. Mhm. Auf alle Fälle. Klar. So, gehen wir erstmal zur Leiche. Die müsste da in dem Zelt sein. Eine Camperleiche. Liegt die... warte mal, wie war das? Liegt der Camper tot im Keller, war der Rascher wieder schneller. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Aber ganz viele Spuren. Also gehen wir erstmal mit der ersten Spur da. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Gut. Dann haben wir hier die nächste Spur. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. So. Hoffe, das ist besser. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. So, dann haben wir hier noch eine Spur. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Tolle Brille. Also, wo die Cops so ewig lang brauchen. Was haben wir denn noch? Da haben wir auch noch eine Spur. Schiffwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Es müssen eindeutig die neuen Ghoul-Klassen sein. Darüber. Da haben wir auch noch was. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. So, gucken wir nochmal, ob wir noch was anderes haben. Nein, dann kommen wir wieder hier raus. So, dann scannen wir mal. Gesundheit. So, die Spur hatten wir ja schon. Aber können wir mal nachgucken. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Schade. Ich verliere gerade die Orientierung. Wo geht's denn? Da hinten ist noch. Da kommt eine Spur aus dem Zelt. Der können wir ja mal folgen. AI-Eintrag. Orchideenpollen entdeckt. Stammen wohl von der Blume auf der Leiche. Gut. Hört ihr aber hier auf? Haben wir hier noch irgendwas? Da geht die Spur weiter. AI-Eintrag. Pollenpartikel verschwinden im hohen Gras. Oh. Ist wohl das Ende der Spur. Aber da liegt irgendwas auf dem Gleis. Wenn der Zug mal weg ist. So. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Analyse bestätigt Blut von der Leiche. Gut, wo geht es jetzt als nächstes lang? Lass mal scannen. Da ist eine Spur. Die Fußabdrücke gehen nach der Pollenspur weiter. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Okay, da. Da haben wir auch noch was. AI-Eintrag. Es gibt Blutspuren, und zwar am Zaun hinter den Bahnschienen. Sie stammen vom Opfer. Die Leiche hat vermutlich den Zaun gestreift,
als der Mörder hier mit ihr entlang gekommen ist. Das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Oh. Jetzt bin ich ganz dreckig. Also erstmal. Kreis. Dann Dreieck. Dann R1. Und L1. Oha! Gott. Ach, ich kann ja die andere Taste loslassen. Aber ach, das Ganze ist schon einfacher. Okay. 1, 2. R1. L1. Kreis. Und hier. Und weiter. Ab. Ab. So. Und der da. Und hopp. Und hopp. Schön. Bist zwar jetzt dreckig wie Sau, aber ja. Und jetzt bin ich nicht nur dreckig, sondern auch nass. Genau, zeig sie. Dann haben wir hier eine Spur. Ah, Reifenspur. AE-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ah, da ist noch eine Spur hier. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. War noch was? Ich glaube, wir haben alles. Oder zumindest hier oben. So, weiter nach unten. Und weiter. Da. Was macht man alles? Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwo bei anderen Spuren gibt. Ich glaube, es gibt nämlich noch einen Trophy, wenn man alle Spuren gefunden hat. Da ist auf alle Fälle was. AE-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Ich bleibe noch ganz kurz. Ja, ich sehe mich hier noch ein bisschen um, wenn es recht ist. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Die Spur hatten wir schon. Da hinten könnte noch was sein. Hier, ob hier was in den Ecken ist, was wir finden können. Auch noch einmal durch die Spitze. Jetzt macht es eh nichts mehr aus. Da ist auch nichts.
Nein, mir auch nicht. Aber hier ist nochmal eine Pfütze, da können wir nochmal durchlaufen. Ah, aber hier haben wir noch was. Colin Smith. AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Aber vielleicht ist einer der Polizisten der Mörder. Wir noch mal das. Hier wird es wieder in Farbe. Und schön. So, dann ab nach Hause. Auto. Einsteigen. Und. Du hättest dich vielleicht noch anschnallen sollen, aber okay. Mann, ich bin ein Ermittler. Jetzt kommt noch mal der Vater. Ich frage mich ja die ganze Zeit, warum der mitten in der Nacht aufwacht und da irgendwo auf einer Kreuzung ist. Anstatt auf seinen Sohn aufzupassen. Ah, FBI-Ermittler, ich habe die Trophäe bekommen. Ich habe alle Spuren gefunden. So, was sehe ich da? Ich sehe eine Fledermaus. Ich habe mich vor kurzem Batman gesehen. Und das ist Ratte? Na, eigentlich sind es Raben, aber ich will jetzt gar nicht wissen, was Raben bedeutet. Ein Fuchs. Und das ist ein Käfer. Das ist eindeutig ein Käfer. Sagen wir Krebs. Ein Krebs. Ja, das ist der Tod. 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 Terror, 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 Terror. Annexie, T. Was? Keine Ahnung, was das bedeutet. Hm, der hat ein ähnliches Bild wie ich an der Wand. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Klick mich wieder hin. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Was willst du mir damit sagen? Ich bin psychisch komplett. Ich bin doch nicht verrückt. Sie müssen neu anfangen. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Hätte ich ihm mal nicht den Ballon gekauft. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Der Unfall ist nur passiert, weil ich ihm einen Ballon für $2 gekauft habe. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Doch, ich gebe mir mindestens 2 Folgen lang noch die Schuld. Wie geht es Sean? Wer ist Sean? John ist distanziert. Sie sind ein sehr einzelgängerischer Junge, wissen Sie? Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und genau, was ich ist mit so Ihnen? Ein Ego. Was fühlen Sie? Ich bin tot. Ich bin betäubt. Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ja, ich bin der Origami-Killer. Ich bin schizophren. Nein. Ah. Ich bin wieder falsche Taste erwischt.
Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ja, zum Beispiel Jason nicht. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Jetzt tragische Musik einblenden. Schweig nach draußen. Wollen wir spielen? Bist du hungrig? Willst du was essen? Probleme? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Lüg nicht! Schule. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Gut sie so. Sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Pädagogisch auch sehr ratsam. Tut mir wirklich leid. Dann bleibe ich lieber gleich zu Hause. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Aber jetzt erstmal spielen. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Du wirst irgendwann zum Nerd. Wippe. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf so einer Wippe. Hast du Lust? Ja. Ganz kurz. Ah, okay. Komm, Dad, lass mich fliegen. Ja, fliege. Runter. Und runter. Und pumpen. Und fliegen. Und fliegen. Er lacht, ist das nicht goldig? All die Mühe war es wert für dieses kleine Lachen. Ja, flieg. Und jetzt noch mal. Und und jetzt fliegst du gleich über mich drüber. Ja. Warst du schon? So, was machen wir als nächstes? Können wir da was anfangen? Nein. Ich belästige jetzt einfach mal andere Kinder. Ah, da drüben haben wir noch was. Was haben wir hier? Drehkarussell. Lust auf das Drehkarussell? Nein. Ich wette, ich kann nicht so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Genau, du fliegst mich jetzt volle Kanne runter. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ja, ich drück ja schon, jetzt hab ich losgelassen, verdammt. Ich dachte, das wäre aus dem Bild raus. Ich hab meinen Sohn enttäuscht. Nein. Da ist ein Clipping-Fehler. So, jetzt gibt's noch was zu. Jetzt ist mir ganz schön schwindelig. Genau, und jetzt gehen wir was essen, damit du kommst. Training. So, es ist gerade 3:45. Da können wir was essen. Süßigkeiten. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Immer auf Danke. Die Uhren achten. Hey, ich also hab gerade Kaugummis. 3:45. Ich hasse Erdbeeren. Er mag keine Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Ich bin ein Rabenvater. Er mag. Hier, schaukeln. Schaukeln. Kinder mögen schaukeln. Los, komm her. Schau, schaukeln. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay.
Drücken. Drücken. Ziehen. Ziehen. Und loslassen. Und runter. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Und runter. Ich kann schneller. Ja. Wir schicken dich in den Orbit. Und runter. Und runter. Und runter. Das können wir den ganzen Tag so weitermachen. Und runter. Und runter. Er freut sich. Das war cool. Wenn du meinst. Aber jetzt machen wir das Coolste. Wir fahren jetzt Karussell. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Ja, gehen wir. Jason, Jason ist schon weg. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Klar. Ich auch schon. Ich auch. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Karte. Einmal. $1. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, läuft schon. Und schon wieder Blackout. Verdammt. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Gerade gepennt. Wo sind wir jetzt schon wieder? Sind wir wieder in dieser komischen Corner? Lass mal. Sean! 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 Und da renne ich. Er ist nicht hier, nicht am Spielplatz. Verdammt. Wo ist Sean? Sean! Sean! Es sind übrigens jetzt 3 Stunden vergangen. Oh, da ist der Rucksack. Lass mir den Rucksack wieder da liegen. Sean! 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 Oh Gott. Sean. Sean, bist du zu Hause? Warst du ein braver Junge und hast deine Hausaufgaben gemacht, obwohl du dein Schulzeug nicht hattest? Sean! Legst du vielleicht im Bett? Sean! Nein, Sean ist nicht da. Sean! Komm wieder raus. Sean!
Nein! John! Warum? Und woher kommt diese Origami-Figur? Nicht der zweite Sohn auch, nicht der gute Sohn. Warum nimmst du ihn mir? So, damit würde ich jetzt aber sagen, wir lassen jetzt hier noch kurz das Ende laufen. Und ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder, so wie das hier, wenn das erfolgreich war.